Frau Kuhl, für diese Ausstellung haben Sie ja nicht nur die Rolle der Kuratorin übernommen, sondern Sie waren auch als Projektmanagerin im Einsatz. Von der Idee bis zur Eröffnung, was müssen Sie leisten, um so eine Ausstellung auf die Beine zu stellen? Ja, als Projektleiterin muss man im Grunde alle diese vielen Tätigkeiten koordinieren, die ja ein größeres Team macht. Das ist ja ein Team von mehr als 20 Personen, die jeweils in unterschiedlichen Momenten der Vorbereitung einsteigen in so ein Projekt. Klar, die allererste Planung macht man in dem Fall mit dem Künstler. Parallel laufen dann Ausstellungsplanung und Katalogplanung. Dann nimmt man einmal den Kontakt zu den Autoren des Kataloges auf, sucht einen Übersetzer. Parallel dazu muss man natürlich Transport, Versicherung, all das klären. Dann kommen vor allem als zentral die Kollegen aus der Restaurierung und aus dem Hängeteam dazu. Da wird dann geschaut bei den Arbeiten aus unserem Bestand, welche müssen vielleicht restauriert werden. Sehr früh haben wir zusammengearbeitet, um die Möglichkeiten der Bildung und Vermittlung zu überlegen. Ja, und im Grunde auch externe Betriebe natürlich. Wir haben hier die Halle umgebaut, wir haben Wände einbauen lassen, dafür müssen Ausschreibungen gemacht werden. Also es ist eigentlich eine Fülle an Tätigkeiten, die mehr oder weniger zeitintensiv und mehr oder weniger gleichzeitig stattfinden, bis dann zum Schluss natürlich eben auch die Kollegen aus dem Besucherservice eingebunden werden. Parallel läuft Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist schon ein größeres Team, was man dann immer wieder zusammenholt oder eben mit dem man zusammen so eine Ausstellung vorbereitet. Und wie lange dauert dann so eine Vorbereitung? Ich weiß, das variiert wahrscheinlich sehr, aber wie lange fängt man in der Regel für so eine Ausstellung im Voraus an? Hier gab es sehr früh schon Gespräche. Die haben im Grunde, glaube ich, schon vor mehreren Jahren stattgefunden. Es gab auch zunächst die Planung, diese Ausstellung früher stattfinden zu lassen. Dann wurde das nochmal verschoben. Und dann würde ich sagen, konkretisiert sich das so in 2 Jahren im Vorfeld. Aber das ist, wie gesagt, eine Ausstellung, die groß ist, die wichtig ist, aber in der Konzeption einfacher, als wenn man zum Beispiel eine historische Ausstellung, eine kulturhistorische Ausstellung zu einem eher abstrakten Thema macht, wo man überhaupt erstmal überlegen muss, mit welchen Objekten kann man jetzt dieses Thema darlegen. Um ein anderes Beispiel nur zu nennen, die große Ausstellung zum Reformationsjubiläum, die wir mit einem anderen Museum, mit dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald zusammen gemacht haben, Luthers Norden, hatte einen Vorlauf von 6 Jahren. Wow, das ist sehr lang. Ja. Da muss man dann lernen, ein Langstreckenläufer zu werden, und hier ist es eher so ein Mittelstreckenlauf. Das dauert, bis man sich dann an dem fertigen Ergebnis erfreuen kann. Aber das hier ist ja jetzt eine Retrospektive. Das ist ja irgendwie auch das Besondere an der Ausstellung. Können Sie noch mal erläutern, was bedeutet Retrospektive und wie hat sich das auf die Vorbereitung ausgewirkt? Wenn man es übersetzen würde, ist Retrospektive Rückblick. Nun lebt Rainer Fetting ja noch. Er ist 70 geworden am 31. Dezember des letzten Jahres. Aber er blickt eben auf fast 5 Jahrzehnte Schaffen zurück. In der Ausstellung haben wir genau genommen sogar mehr als 5 Jahrzehnte. Das heißt, wir haben versucht, über sein gesamtes Schaffen hinweg Gemälde, Arbeiten auf Papier, aber auch plastische Arbeiten zu zeigen. Und wir, also das heißt schon, wir zeigen alle seine Genres und wir zeigen eben umfassend aus den großen Epochen seiner Kunst wichtige Werke. Also das ist schon das Ziel, was wir gemeinsam mit dem Künstler, mit Rainer Fetting zusammen verfolgt haben. Bei solchen Ausstellungen holt man sich ja oft auch Werke von anderen Museen und arbeitet nicht nur mit dem eigenen Bestand. Woher kommen denn jetzt diese Werke, die wir hier sehen können? Also aus unserem eigenen Museum ist ein großer Anteil, das habe ich erwähnt, weil wir einen sehr umfassenden Bestand von Rainer Fettings Werken, Gemälden haben. Wir konnten sonst ausschließlich auf Privatbesitz zurückgehen. Also der Künstler hat da uns eigentlich sehr, sehr wesentlich unterstützt. Wir sind andersrum auch Leihgeber für eine Ausstellung. Wir haben jetzt ein Werk nach Baden-Baden gegeben, wo die große Ausstellung Körper, Blicke, Macht zur Kulturgeschichte des Bades gezeigt wird. Eine sehr umfassende Ausstellung. Und da ist eines der großen Duschbilder von Rainer Fetting zu sehen. Und Sie sind ja sogar sehr weit gereist letztes Jahr, um Objekte nach New York zu bringen, wo Fetting ja schon selbst gewohnt und gelebt hat. Ja, das war jetzt noch nicht für die Fetting-Ausstellung. Da habe ich ein altes Werk aus unserem Museum ins Metropolitan Museum begleitet, ein Picture Puzzle, ein Puzzle-Porträt sozusagen. Und ja, das war spannend. Ich habe einige der Orte mir angeschaut und dachte natürlich im Hinterkopf an die Rainer Fetting-Ausstellung. Und jetzt sind die Werke, die Rainer Fetting in New York gemalt hat, hier zurück nach Schleswig gekommen. Ein bisschen, ja, fast gleichzeitig mit meinem Trip nach New York.